Konnichiwa, meine Lieben da draußen. Ja, heute möchte ich euch ganz gerne von Mahiro Sato und Jin Chizuno Tekipi Kage no Dase vorstellen. Das Ganze ist im Egmont Manga Verlag erschienen und ich möchte euch diesen gerne vorstellen. Ja, laut Anisearch bekommt Kagero Dase, beziehungsweise ist Kagero Dase mit 13 Bänden abgeschlossen. Und zur Zeit, also zu der Zeit jetzt, wo ich das drehe, beträgt in Deutschland die Zahl 11 Bände. Ich hatte im Mai mich hingesetzt, habe Band 1 bis 6 in einem Rutsch gelesen, weil... Ja, ich hatte es mir erst gekauft gehabt und dann ein Band nach dem nächsten, aber ich habe dann von vorne angefangen. Ja, in Kagero Dase geht es um den Shintaro. Ich muss jetzt mal gucken, wie er mit Vorne Nachnamen heißt. Aber ich glaube, Shintaro heißt er nur. Wird hier nur, glaube ich, mit Shintaro. Ja. Hier geht es um den Shintaro, der seit 2 Jahren seinen Zimmer bzw. das Haus überhaupt nicht mehr verlässt und das wird als Hikikomori bezeichnet, einer, der wirklich halt nicht mehr rausgeht. Er ist ein totaler PC-Nerd und hat eine Art Computervirus, kann man so sagen, namens Ene, die ihn nach Strich und Farben fertig macht. Und dann passiert es, er erschreckt sich wegen einem Ton von ihr, glaube ich, und schüttet aus Versehen Cola über sein komplettes, ja, Computersystem und ist das kaputt. Daraufhin muss er natürlich raus und sich einen neuen PC kaufen, weil er kann sich ja nicht über seinen PC einen neuen PC kaufen. Ja. Er geht natürlich dann nach 2 Jahren endlich wieder in den Mall. Im Einkaufszentrum, genau. Und da wird er als Geisel genommen. Und wird dann Zeuge, beziehungsweise lernt er da das Mikakushi-Team kennen. Und ist dann ganz perplex, dass auf einmal seine Schwester auch noch dabei ist in diesem Team. Ja, so viel zu Band 1. Abgebildet sind hier Shintaro und Ene. Und diesen Manga kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Ich habe den Anime dazu geguckt, der heißt Mikako City Actors. Also nicht sehr viel von Kagero Dase. Ja. Irgendwie fern. Bloß mir ist aufgefallen, der Anime entwickelt sich anders als der Manga. Und das ist halt so, muss ich jetzt gerade überlegen, weil ist schon länger her. Ich habe erst den Anime gesehen, als ich den Manga dann erst entdeckt hatte für mich. Beziehungsweise ich glaube, der Manga kam später als der Anime. Also, Mikako City Actor kam gar nicht in Deutschland, aber bevor der Manga kam. Und ich glaube, der Anime war dann schon weiter als der Manga. Und deswegen hat das ein ganz anderer Ende als der Manga. Ja, aber ich finde ihn auch total schön gezeichnet. Und ich finde auch den einen Charakter sehr, sehr süß. Wo habe ich denn mal was Süßes von ihr? Ich überlege, ich gucke gerade. Ah, genau. Hier, so zum Beispiel. Das ist Kido. Tsubomi Kido, so heißt er. Ich muss nur noch kurz drauf eingehen, dass bei Mikako City Actor bzw. Kagero Dase das Mikako Shi Team ein Geheimnis hat, und zwar
hat das ganz besondere Fähigkeiten und das ist von Mensch zu Mensch verschieden und die bekommen alle rote Augen. Wenn sie ihre Fähigkeiten einsetzen, unbewusst oder bewusst, kriegen sie so leicht rötliche Augen. Und deswegen gibt es überhaupt dieses Mikaku-Shi-Team. Ja, das noch so als kleine Anmerkung. Und wie gesagt, ich kann es euch einfach nur empfehlen. Er ist sehr süß gemacht und empfehlenswert. Toll, jetzt darf ich mal wieder alles dann ordnen. Okay, das war's wieder von mir. Ich hoffe, euch hat den Manga-Einblick gefallen und wir sehen uns demnächst wieder.